Herzlich willkommen, liebe Glücksspielfreunde. Heute zeige ich euch das Würfelspiel Vegas aus dem Alea Verlag im Vertrieb von Ravensburger. Als erstes zeige ich euch wie immer, was findet ihr in der Spieleschachtel an Spielmaterial. Wie baut ihr das Ganze auf? Wie funktionieren die Spielregeln? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Glücksspielparadies Vegas. In der Spielschachtel finden wir folgendes Spielmaterial. Eine kurze Anleitung. Casino-Plättchen mit verschiedenen Würfelsymbolen darauf. Geld, das es zu verdienen gibt. Und jede Menge Würfel. Davon hat jeder Spieler einen Satz. Plus es gibt noch einen weißen Satzwürfel. Und das ist schon der komplette Spielinhalt dieses Spiels. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von risikofreudigen Zockern, die in der Glitzerwelt von Las Vegas ihr Würfelglück versuchen. 6 Casinos können besucht werden, jedes zeigt eine andere Würfelzahl. Und auch die Geldbeträge, die man dort gewinnen kann, sind zumeist ganz unterschiedlich. Runde für Runde stellen sich die gleichen Fragen. Wo soll ich meine Würfel platzieren, um dort die Mehrheit zu gewinnen? Auf welche Casinos setzen meine Mitspieler? Und wo kann ich meinen Kontrahenten vielleicht noch ein nettes Sümmchen entreißen und in die eigene Tasche würfeln? Doch aufgepasst, so mancher Wettstreit um die fettigen Dollars ist schon nach hinten losgegangen. Und am Ende freut sich ein lachender Dritter. Es gewinnt, wenn er 4 Durchgängen das meiste Geld besitzt. Ich erkläre euch wieder mal ein Spiel für 2 Spieler. Jeder Spieler bekommt einen Satz aus 8 Würfeln, die er vor sich legt. Und ein Spieler, den ihr irgendwie bestimmen müsst, bekommt die Startspielerkarte. Ich gebe es jetzt mal dem roten Spieler. Jetzt werden noch die Gewinne verteilt. Man nimmt also diesen kompletten Kartenstapel mit den Geldgewinnen und mischt ihn ordentlich durch. Und dann verteilt ein Spieler, zum Beispiel der Startspieler, zu jedem Casino die Gewinne. Und dazu deckt er einfach Karten auf und legt die vor das Casino hin. In jedem Casino müssen mindestens 50.000 Dollar liegen. Sollten es weniger sein, wird einfach die nächste Karte aufgedeckt. Das heißt, bei diesen beiden haben wir schon über 50.000. Hier haben wir zum Beispiel nur 20.000. Jetzt wird einfach die nächste Karte genommen. 10.000 sind immer noch keine 50.000. Die nächste Karte, 60.000, jetzt sind wir über 50.000. Und das gleiche machen wir dann hier unten. Hier haben wir 80.000. Und hier drüben haben wir erstmal 20.000 und die 90.000 dazu. Und hier unten haben wir auch nochmal 90.000. Ziemlich hohe Werte. Der restliche Kartenstapel wird einfach irgendwo zur Seite gelegt. Den brauchen wir erst in der nächsten Spielrunde wieder. Das ist der komplette Spielaufbau. Und jetzt erkläre ich euch, wie das Spiel funktioniert. Der Startspieler ist jetzt an der Reihe und nimmt seinen kompletten Satz an Würfeln und würfelt ihn einmal durch. So. Jetzt muss er sich für eine Zahl, die er gewürfelt hat, entscheiden und alle mit der gleichen Zahl auf das entsprechende Feld legen. Das heißt, ich könnte jetzt entweder meine 3 Sechser hier unten auf das Sechser-Casino legen, meine 2 Fünfer auf das Fünfer-Casino, meine 1, 2 oder 3 einzeln auf die 1, 2 oder 3. Gewinnen tut in dem Casino immer nur der Spieler, der am meisten Würfel dort hat. Herrscht bei der Endwertung Gleichstand in einem Casino, bekommt keiner etwas. Gibt es in einem Casino mehrere Beträge, so würde auch, wenn jetzt hier einer mit 2 Dreiern und der andere Spieler mit einem Dreier liegen würden, dürfte sich erst der mit den 2 Dreiern eine Karte aussuchen und auch der mit der zweithöchsten Zahl dürfte sich dann noch eine der ausliegenden Karten nehmen. Liegt nur ein Geldbetrag im Casino, gewinnt natürlich nur der eine Spieler, der dort die Mehrheit hat. In dem Fall würde ich jetzt schauen, 90.000 ist nicht schlecht. Ich würde meine 3 Sechserwürfel nehmen und hier unten hinlegen.
Jetzt müsste der grüne Spieler schon über 3 zu kommen. Ich müsste schon 4 Sechser da hinlegen, um an die 90.000 zu kommen. Vielleicht schreibe ich das Sechser Casino jetzt einfach mal ab. Auf jeden Fall, nachdem der Rote jetzt gelegt hat, ist sofort der Grüne dran und würfelt seinen Satz. Und schaut, was er hat. Er hat einen Sechser, das kommt eh nicht für ihn in Frage. Er hätte 3 Einser. Er könnte sich jetzt das Einser Casino mit den 60.000 nehmen oder er hätte auch 3 Fünfer. Und hätte hier auch nochmal die Chance auf 90.000. Die nimmt er natürlich und legt seine 3 Würfel dahin. Und gleich ist der rote Spieler wieder an der Reihe. Auch der würfelt. Und wie gesagt, eine Zahl muss er legen, egal wie viele Würfel er davon hat. Jetzt hätte er hier 2 Vierer Würfel. Und das wäre vielleicht nicht dumm, denn es wären ja immer weniger Würfel, die man verteilen kann. Und für den anderen wird es immer schwieriger, jetzt noch 3 Vierer zum Beispiel zu kriegen, um hier noch was abzusahnen. Also nehme ich jetzt mal das Viererfeld. So, der andere Spieler hat jetzt schön 3 Dreier gewürfelt. Da denkt er sich, das kann mir eh keiner mehr schnappen. Nehme ich mir mal den Dreier. Dann kommt der rote Spieler wieder an die Reihe. Der hat eine 6. Man kann auch jederzeit natürlich in einem Casino, wo man schon was liegen hat, aufstocken. Aber in dem Fall macht es natürlich keinen Sinn, weil da wird der Grüne nicht mehr drüber kommen. Hätte der Grüne jetzt auch hier zum Beispiel 3 Grüne schon liegen, dann würde keiner was bekommen. Dann würde ich natürlich hier meinen vierten dazulegen, um hier zu gewinnen. In dem Fall habe ich jetzt eine 1 und eine 4 zur Auswahl. Die 4 könnte ich aufstocken, macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Ich versuche es mal auf der 1, da liegt ja auch noch ein schöner Betrag. Dann ist der grüne Spieler an der Reihe. Der hat auch eine 1 und eine 4. Auf die 4 brauche ich nicht mehr mogeln, denn hier gibt es nur einen Gewinn und den kriegt auf jeden Fall der rote. Das heißt, ich lege mich hier wenigstens auf die 1, da kriegt am wenigsten keiner was. Sofern der Rote jetzt nicht noch einen Einser nachwürfelt und er hat das Glück, kriegt noch einen nächsten Einser, legt ihn hier dazu. Hier, unser Spieler hat noch eine 2. Wenn der Rote jetzt keine 2 würfelt, hat er mit einem 2er Würfel 90.000 gewonnen. Und die 5 muss ich nehmen. Macht in dem Fall sogar Sinn, weil hier liegen ja 2 Werte drauf. So, jetzt wird in jedem Casino geschaut, wer hat die Mehrheit. Gibt es irgendwo ein Casino, wo keiner die Mehrheit hat? Nein, gibt es nicht. Und dann wird verteilt. Hier hat der Rote mehr. Also kriegt der Rote den und die Würfel werden zurückgenommen. Hier hat der Grüne mehr, eindeutig. Das heißt, der Grüne nimmt sich seinen Gewinn und seine Würfel. Hier hat natürlich auch der Grüne mehr. Und darf sich jetzt die eine Karte nehmen. Er darf die höchste natürlich nehmen, macht ja Sinn. Die anderen kommen dann weg und unter den Stapel drunter. Auch seine Würfel nimmt er zurück. Hier ist der Rote der eindeutige Sieger. Hier ist der Grüne der Sieger, der nimmt sich die 90.000. Aber der Rote ist auch noch mit drauf und darf sich, nachdem hier 2 Gewinne liegen, noch die 20.000 zu sich nehmen. Und auf dem letzten ist eindeutig der Rote der Sieger und kriegt diese 90.000. Jetzt wird für die nächste Runde wieder die Gewinne hier aufgelegt. 10.000, 60.000, passt. 10.000, 20.000, 70.000, passt. 90.000 passt sowieso. 40.000, da geht noch einer, 30 dazu. 30.000, 40 dazu. 20.000 und 30.000 sind genau 50.000. Jetzt liegen wieder in jedem Casino mindestens 50.000. Der Startspieler wechselt rüber zum grünen Spieler. Und die nächste Runde wird wieder genauso wie eben gewürfelt. So geht das Ganze dann 4 Runden lang und nach 4 Runden wird einfach geschaut, wer hat am meisten Geld verdient. Und der am meisten Geld verdient hat, ist natürlich der glückliche Gewinner dieses Spiels. Jetzt gibt es noch eine kleine besondere Variante, die man spielen kann. Egal wie viele Spieler teilnehmen, kann man die weißen Würfel noch dazu nehmen. Im Zweispielerspiel bekommt jeder 4 Würfel dazu. Im Dreispielerspiel und Vierspielerspiel bekommt jeder 2 Würfel dazu. Wobei im Dreispielerspiel bleiben 2 Würfel übrig. Die werden am Anfang vom Startspieler gewürfelt und schon mal verteilt, bevor das Spiel losgeht. Ich mache das jetzt mal für zwei Spieler, diese Würfelvariante. Und die macht nichts anderes, wie dass ich diese Würfel einfach mitwürfeln muss, die aber keinem gehören. Also die sind eigentlich nur dafür da,
um den Gegner zu ärgern, um dem vielleicht seinen Zug zu versauen. Ansonsten bringen die mir keinerlei Vorteile. Das heißt, in dem Fall könnte ich jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt hier drei Zweier. Die könnte ich legen, müsste aber auch den Weißen mit dazu tun. Der würde mir momentan nicht wehtun. Sollten aber hier wirklich mal drei Zweier liegen in Weiß, so würde ich nichts verdienen, weil das genauso zählen würde. Und so geht es auch noch weiter mit dem anderen Spieler. Auch der würfelt die einfach mit und hat jetzt eine Menge Sechser. Man muss, wie gesagt, immer alle von einer Sorte leider hinlegen. Das heißt, der komplette Stapel muss dahin. So kann es auch passieren, dass natürlich ein Spieler schneller alle Würfel los hat wie der andere Spieler, weil der einfach mehr gleiche gewürfelt hat. Dann wartet er einfach so lange, bis die anderen Spieler mit ihrer Würfelrunde auch fertig sind und kann halt in dem Fall nicht mehr eingreifen. Genau, und so geht es dann einfach wie bei der normalen Spielvariante weiter. Es wird gewürfelt und geschaut. Zweier will ich jetzt eigentlich keine mehr. Fünfer finde ich ganz toll. Und der grüne Spieler könnte sich mit Sechsern hier einmischen. Das wäre zum Beispiel ein gemeiner Zug. Der könnte jetzt die beiden Sechser nehmen und sich dahin legen. Dann hätte er sich selber den Zug versaut. Sehr schlau. Aber er nimmt doch lieber die Vierer, weil da liegt noch keiner. Und legt die mal hier hin. Der rote Spieler nimmt jetzt mal, der versaut jetzt mal schön dem grünen Spieler die Tour und legt ihn da dazu. Dann ist der grüne Spieler dran, der lässt sich aber nicht ärgern und legt das hier dazu, dass er wieder die Mehrheit hat. Der rote Spieler ist wieder dran. Der schaut jetzt mal, dass er die Einser los wird. Und der grüne Spieler muss diesen Würfelwurf nehmen, das heißt, der muss sich hier dazulegen, gewinnt natürlich. In dem Fall wenigstens den zweiten Preis. Und unser anderer Spieler ist noch dran. Er hätte jetzt nochmal zwei Vierer. Da könnte er sich jetzt hier noch dazu mogeln. Und hier noch ein Vierer und hätte sogar die Mehrheit gewonnen. Dann wird wieder geschaut, wo gibt es eben Gleichstände. Haben wir in dem Fall auch wieder nicht. Und dann wird eben wieder verteilt. Also in dem Fall wird jetzt der weiße Spieler die erste Karte kriegen, der grüne die zweite, hier würde der rote die höchste kriegen, hier bekommt keiner was, hier bekommt der rote die höhere und der grüne die kleinere Karte, hier bekommt der rote die höhere Karte und hier bekommt der grüne die höhere Karte. Genau, das ist diese Würfelvariante mit den weißen Würfeln, um eben noch ein bisschen mehr Pep reinzubringen und den anderen Spieler ein bisschen zu ärgern. Das war das Glücksspiel Vegas aus dem Alea Verlag im Vertrieb von Ravensburger. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von diesem Zockerspiel gewonnen und wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Brettspielvideo wieder. Euer Michael. Servus, macht's gut.